Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie ein neues Projekt anlegen und Blöcke einfügen. Öffnen Sie Simba und gehen Sie im Menü auf Datei und Neues Projekt oder drücken Sie STRG und N auf Ihrer Tastatur. Gehen Sie im Menü Datei auf Projekt speichern unter und wählen Sie einen Dateipfad aus. Legen Sie am besten einen neuen Ordner Simba Videokurs an und benennen Sie das Modell zum Beispiel Mein erstes Projekt. Das Projekt ist nun als Datei mit der Extension .simu gespeichert. Simba wird künftig alle mit diesem Projekt verknüpften Dateien, wie zum Beispiel Simulationsergebnisse, in diesen Ordner ablegen. Auch wenn Sie Daten aus einer Excel-Datei in das Modell einlesen möchten, wird Simba zuerst unter diesem Dateipfad nach der Datei mit dem passenden Namen suchen. Rechts von der leeren Nutzeroberfläche befinden sich die drei Reiter Konsole, Ergebnisse und Blöcke. Unter Blöcke finden Sie die verschiedenen Modulbibliotheken. Öffnen Sie eine Bibliothek, um dem Projekt einen gewünschten Block hinzuzufügen. Halten Sie den Block mit der linken Maustaste fest und ziehen Sie ihn in die Nutzeroberfläche. Geben Sie dem Block einen entsprechenden Namen, indem Sie auf den Blocknamen klicken und den Namen in das Feld eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Durch einen Doppelklick auf den Block öffnet sich ein Dialogfenster. Hier können Sie die Parameterwerte des Blocks ändern. Hinter dem grauen Pfeil verbergen sich weitere Parameter. Bestätigen Sie auch hier Ihre Eingaben mit OK. Um die Größe und die Form des Blocks zu ändern, halten Sie das kleine schwarze Kästchen in der rechten unteren Ecke des Blocks fest und ziehen Sie den Block in die gewünschte Form. Kopieren Sie einen Block mit Rechtsklick Kopieren und fügen Sie ihn genauso mit Rechtsklick an der gewünschten Stelle ein. Alternativ halten Sie den Block mit der rechten Maustaste fest und ziehen ihn zur Seite. Beim Loslassen der Maustaste wird der Block kopiert. Denken Sie beim Bearbeiten daran, Ihre Änderungen regelmäßig zu speichern. Das kleine Sternchen neben dem Projektnamen oben links im Bild zeigt Ihnen, dass die letzten Änderungen noch nicht gespeichert wurden. Sie können speichern, indem Sie im Menü Datei Projekt speichern wählen oder STRG und S auf Ihrer Tastatur drücken. Wurden die Änderungen gespeichert, erlischt das kleine Sternchen neben dem Dateinamen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben und weiterhin viel Spaß mit Simba!